Willkommen bei den Finanznews. Heute mit einem Beitrag von der amerikanischen Investorin und Autorin Lynn Alden. Eine Sache, die ich grundsätzlich immer tue, wenn ich irgendwo investiere, ist, dass ich mir langfristige Datensätze in diesem Markt genau ansehe. Wenn ich dann glaube, verstanden zu haben, wie die Marktentwicklungen zustande kamen, sage ich zu mir, okay, lass mich das mal testen. Mal schauen, ob es tatsächlich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich schaue mir also die Statistiken an. Ich versuche, Kausalketten zu identifizieren. Aber es ist auch sehr wichtig, externe Einflussfaktoren zu beachten. Ich habe dann diesen Datensatz und eine Idee. Aber so ziemlich jeder hat irgendeine Idee, wo er wann und wie viel investiert. Deshalb versuche ich, meine Idee so gut wie möglich mit den mir vorliegenden Daten zu begründen. Wenn die Daten gut aussehen, dann mache ich eine Art Stresstest. Ich versuche zu simulieren, was in der Zukunft passieren könnte. Ich versuche also herauszufinden, wo die Engpässe im System liegen. Das spielt zum Beispiel bei diesen riesigen Todeszyklen eine große Rolle. Normalerweise gibt es da immer Wendepunkte, an denen die Dinge bis an ihre absoluten Grenzen ausgereizt wurden. Diesen Zeitpunkt vorherzusehen, das ist die große Kunst. Dann danach wird alles ziemlich schlimm. Ich spiele diverse Szenarios mehrmals durch. Ich beziehe auch gesellschaftliche und politische Aspekte mit ein, um herauszufinden, welche Art von Politik dafür sorgt, dass etwas Bestimmtes an den Märkten passieren könnte. Ich formuliere meine Prognosen dann als eine Art Wenn-Dann-Gleichung. Man hat dann quasi eine Ausgangsposition, die Basis. Und man steuert auf eine Sollbruchstelle zu. Und dann gibt es oft mehrere Einflussfaktoren, die man im Auge behalten sollte, um mit seiner Vorhersage nicht komplett daneben zu liegen. Eine von diesen Sollbruchstellen konnte ich 2019 vorhersehen. Ich erfuhr damals, dass eine außerplanmäßige Sitzung in der Regierung zum Thema Fiskalpolitik stattfand. Daraus schlussfolgerte ich, dass es wahrscheinlich bald eine Veränderung in der Geldpolitik von Fed und Regierung geben wird. Und da war nicht wirklich viel Spielraum bei dem Hebel, den die Jungs bewegen konnten. Ich versuche also, die politische Realität in meine Prognosen mit einzubeziehen. Ich habe meine Ausgangssituation und spiele Wahrscheinlichkeiten durch. Ich versuche zu verstehen, an welchen Punkten es zu Abweichungen von der Regel kommen könnte. Frau Alden, können Sie mir ein Beispiel nennen, bei dem die Daten und Einflussfaktoren gezeigt haben, dass Ihr Modell besser seinen Kurs ändern sollte? Nehmen wir folgendes Beispiel. Ich war überrascht von der scharfen Kehrtwendung bei Gold und Aktien im vergangenen Jahr. Ich vermutete eigentlich, dass der Goldpreis sinken würde, weil die realen Zinssätze an einem extremen Tiefpunkt gehalten wurden. Ich war andererseits auch überrascht, wie stark der Aktienmarkt in diesem Zeitraum war. Vieles sah bereits überbewertet aus. Aber dann wurden die meisten Aktien noch mehr überbewertet. Sagen Sie so etwas mal vorher. Das ist so eine Sache, bei der man nur durch die Analyse von empirischen Daten vorhersehen kann. Mein Modell griff damals zu kurz. Aktien liefen länger gut als erwartet, bevor die Entwicklung schließlich doch zum Basismodell zurückkehrte. Ein weiteres Beispiel. Im Oktober 2019 setzte man langfristig auf den Dollar. Das war wegen der Probleme auf dem Repo-Markt. Es war sehr hilfreich, dass so viele Leute darüber debattierten, was das Repo-Problem sei. Das gab mir viel Input. Aufgrund dessen setzte ich voll auf den Dollar, aber dann kam leider die Pandemie. Sowas kann einfach nicht vorhergesagt werden. Es kam zu einem wirtschaftlichen Stillstand. Und weil es so viele dollardominierte Schulden gibt, hatten wir nochmal einen Wertanstieg beim Dollar. Wir sahen im Grunde diese mehrmonatige Abweichung von dem, was sonst ein negativer Dollartrend gewesen wäre.
Das ist ein Beispiel dafür, dass ich einerseits ein gutes Modell haben kann. Aber dann kommt ein Ereignis und verändert mal eben den Trend. Ich musste mein Modell in eine Art Winterschlaf packen, um ein Jahr nach hinten verschieben. Modell und Realität klafften zu weit auseinander. Frau Alden, welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus diesen Rückschlägen? Und was ist Ihre Meinung? Hat die Pandemie wirklich alles geändert? Oder war sie nur ein Grund für diverse Reparaturen unter der Motorhaube? Und es geht weiter wie bisher. Da wirken auf jeden Fall langfristige Faktoren. Die begannen weit vor Corona Einfluss zu nehmen. Blicken Sie mal zurück auf 2012, 13, 14. Damals hatten die Fed und die EZB endlich das extreme Quantitative Easing gedrosselt, was ihrer Meinung nach notwendig war, um die Folgen der Finanzkrise von 2008 zu bewältigen. Die Zentralbanken hörten also auf, so viel Geld zu drucken, um die Bilanz wieder etwas abzuflachen. Das trug zum Anstieg von Dollar und Euro im Vergleich zu anderen Währungen bei. Das war eine Art Straffung, die natürlich Schmerzen verursachte, besonders bei Exporteuren in der EU und in den USA. In den Folgejahren profitieren nun die Schwellenländer. Die machten dann einen größeren Teil des globalen BIP aus. Hier in den USA mussten wir aufpassen, weil die Expansionsphase erstmal vorbei war. Der Zyklus hatte eine andere Richtung eingeschlagen. Dann kam Corona und das Gelddrucken nahm wieder extrem zu. Der Zyklus wurde gewissermaßen verfälscht. Der Dollar müsste momentan noch immer in einem Negativtrend sein. Nun ist aber aufgrund von Corona die Gesamtsituation dramatischer als 2014. Wenn wir jetzt das Quantitative Easing stoppen, wird das die gerade wieder anlaufende Wirtschaft aus dem Tritt bringen. Meine Vorhersage ist deshalb, dass das es vorerst kein Drosseln beim Gelddrücken geben wird. Aber das ist natürlich ein Thema, das Sie als Investor aufmerksam verfolgen müssen. Ich kann mir durchaus ein Szenario vorstellen, in dem wir einen Umweg machen und zur nächsten Dollarspitze rennen. Beobachten Sie die Dinge, um schnell reagieren zu können, wenn sich die Bedingungen wirklich ändern. Dann müssen raus aus dem einen und rein in den anderen Markt. Achten Sie darauf, worüber die Fed in Bezug auf die Zinssätze spricht, und aktualisieren Sie Ihr Investmentmodell zeitnah. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten. Und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer eins. Sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt, extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen, wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt,
als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.